Folge Nummer 4. Der Millionaire Simulator ist zurück und wir ankündigen ein neues Format. Die Musik ist eine andere, das Format ist auch eine ganz andere. Und was wir gleich spielen werden, zeige ich euch gleich nach unserem Intro. Let's play Wer wird Millionär? So, und damit willkommen zur vierten Folge. Wir machen heute nämlich eine kleine Chatrunde in einer brandneuen Variante. Na, brandneu ist sie nicht, aber sie kommt aus einem anderen Land. In diesem Sinne, ich darf schon mal vorstellen, wer heute mitspielt. Denn das sind nämlich noch einmal der Linitus, der mitmacht, genauso wie auch der Grieskram TV. Und wir haben den Justin Becker dabei. So. Deswegen, ihr drei, ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr habt zuletzt mal mitgespielt gehabt, kamt leider wegen Malte und Marvin nicht dran. Hallo, schön Blackie, das hier ist gerade eine Aufnahme für YouTube deswegen. Und ihr kriegt jetzt nach wie vor eine Auslaufgabe gestellt. Ihr wisst ja, wie ihr es beantworten müsst. Dreimal ein kleines F, ihr gebt ein Leerzeichen ein und danach die vier Buchstaben in groß, wie sie denkt, dass sie richtig sind. So, folgendes starten wir mal. Ordnen Sie diese Supermodels nach ihrem Alter von jung bis nicht mehr ganz so jung. Und los geht's. Letitia Casta, Giselle Bündchen, Claudia Schiffer oder Heidi Klum? So, eure Antworten müssten reingekommen sein, hoffe ich doch. Sieht gut aus. Zwei Antworten sind drin, einer hat euch eingeloggt. Jetzt ist er auch drin, wunderbar. Dann gucken wir doch mal. Giselle Bündchen, Letizia Casta, Heidi Klum und Claudia Schiffer. B, A, D und D. Ah, ich habe ein B, A, C, D gesehen. Schade, Leute, schade. Gut, die Frage war aber auch mies. Dann machen wir es halt eben nochmal. Mit dieser Frage vielleicht. Die Dinger da oben trennen sich immer noch. Das dürfte eigentlich nicht sein. Na gut. Na dann schauen wir mal, sagte der Arzt, der Himmelsforscher, der Wahrsager und der U-Boot-Kapitän. Und griffen zum Stethoskop, Periskop, Teleskop, Horoskop. Zeit ist quasi um. Und Schluss. Dann gucken wir mal. Der Arzt kraft geduldig zum Stethoskop, der Himmelsforscher zum Teleskop, der Wahrsager zum Horoskop und der Oberkapitän zum Periskop. A, C, D, B, A, C und D und B. Das scheint nur hinzubekommen haben der Justin. Gut, dann starten wir mit dir. So, denn jetzt geht's los für dich. Ich meine, ich habe gesagt, es ist ein neues Format, das wir jetzt spielen werden nach den ersten drei Folgen. Das Format sieht wie folgt aus. Es sind 14 Fragen zur Million und wer den Geldbaum schon kennt, der weiß, dass solche Land auskommen. Es geht nämlich zurück in die USA rüber. Denn wir spielen das Shuffle-Format. 14 Fragen bestehen aus zwei Runden. Runde 1 hat die Fragen, Frage 1 bis 10 von $100 bis 25.000. Die Sicherheitsstufe wie immer ist Frage 10 25.000 und Frage 14 die Million oben. Drei Joker helfen dir dabei. Publikum, jump the question, du kannst eine Frage überspringen. Das Geld dahinter, da kriegst du wiederum aber nicht. Und du hast Ask a Friend, in dem Fall einen Kollegen aus dem Spiel sozusagen. Was ist das Interessante daran? Shuffle heißt folgendes, Runde 1, die ersten 10 Fragen, wir mischen die Schwierigkeiten der Fragen durch und wir mischen die Geldbeträge durch. Das heißt, es könnte die erste Frage 25.000 sein und es könnte die einfachste Frage im Spiel sein. Es kann aber auch genauso gut andersrum sein. Die erste Frage könnte die schwierigste sein, nur $100 wert sein, vielleicht aber auch was mittendrin, wir haben keine Ahnung. Was dahinter ist, sehen wir, wenn wir die Frage beantwortet haben, und zwar richtig in dem Fall. Solltest du falsch antworten, fällst du runter auf $1.000, die gesichert sind, sowieso von Anfang an schon. Es kann natürlich sein, dass jetzt in dem Fall die Software gerade sagen wird, es sind $0 wegen diesem einen Fehler, den ich noch drin habe, aber
es müsste 1000 da stehen. Das ist schon mal Punkt und Faktor. Bah. Deswegen würde ich mal sagen, wir starten mal in die ersten paar Fragen. Gucken wir mal, was uns auf zukommt. Los geht's mit dem Shuffle-Format. Let's play Millionaire. Erste Frage. Wer kann eine Flügelspannweite von mehr als 25 cm haben? Äppchen Depp, Ranzenirrer, Geodreieck-Idiot, Atlas-Spinner. Mit Final Leerzeichen im Buchstaben kannst du einloggen, wie du weißt. Von mehr als 25 cm haben. Antwort D, Atlas-Spinner. Richtige Antwort. Und dahinter befinden sich wie viel? 15.000, direkt das zweithöchste abgeräumt der ersten Frage. Und das ist so eine Lulli-Frage. Sehr schön. 15.000 in der Bank, wir machen direkt weiter mit Frage Nummer 2. Wer ist häufig im Amateursport anzutreffen? Managerpräsident, Stadionsprecherarzt, Spielertrainer oder Busfahrermasseur? Das Witzige ist, ich habe gerade einen Geotrack in der Hand und fühle mich wie ein Idiot. Finals C. Spielertrainer. Ja, du auch. Und für diese Antwort gibt's $500, 15.500 in der Bank. Was ich noch dazu sagen muss, ist, wenn du in Runde 1 aussteigen solltest, kriegst du von dem Geld in der Bank natürlich nur den halben Betrag. Das ist das Miese daran. Und aufpassen, wo du Jump the Question einsetzt, denn du könntest immer noch die 25.000 überspringen. Erstmal machen wir weiter mit der nächsten Frage Nummer 3. Hier ist sie. Was ist der im Nordosten Deutschlands gelegene Dars? Okay. Mittelgebirge, Seenplatte, Halbinsel, Sumpflandschaft. Was zur Hölle ist ein Dars? Muss gerade interessant nachgucken, weil ich nämlich nicht weiß. So, kann man den Bot irgendwie connecten? So, was ist denn das? Ja, ich bin Moderator. So. Und hocken wir dann, oder? Da brauche ich einen Joker. Welche willst du haben? Du hast Publikumsjoker, du kannst die Frage überspringen und den Geldbetrag dahinter verlieren. Oder halt eben Plus One, also Ask a Friend, nutzen. Welchen soll es sein, wenn du einen nutzen willst? Du entscheidest. Publikumsjoker, gut. Hier ist auch noch einer von den Sounds, die jetzt noch fehlen werden. Die muss man auch umbauen, bis sie noch verbessern und dann einbauen. Aber fürs Publikum, also alle im Chat dürfen wieder mitraten. Und die Frage lautet, was ist der Nordosten Deutschlands gelegene Dars? Mittelgebirge, Seenplatte, Halbinsel oder Sumpflandschaft? Wenn ihr eine Ahnung im Chat habt, dürft ihr sie gerne jetzt reinschreiben. Und es gibt ein Ergebnis. Lito sagt schon B, es ist eine Mehrzahl für eure Antwort C. 64% für die Halbinsel. 64%. Auf dem zweiten Platz lagen B und A und gefolgt danach hat relativ wenig D gehabt. Das reicht dir? Na dann. Final C. Ob man dem Publikum trauen kann? Hast du es jemals falsch liegen gesehen? Sagen wir es mal so. Bei mir zumindest nicht, denn es stimmt. Jetzt natürlich wieder die spannende Frage, was ist hinter der Frage? Es sind $5.000, 20.500 in der Bank, 3 Fragen in Runde 1. Hier kommt die vierte Frage. Wer oder was sind Jakob Lebel und James Grieve? Kardinäle, Segelschulschiffe, Wimbledon-Sieger oder Apfelsorten?
Das ist für mich schon mal eine der schwierigeren Fragen, um ehrlich zu sein, weil ich nicht wüsste. Bei so Fragen würde ich über Auswahlverfahren gehen, tendenziell schon mal. Aber du sagst einfach eiskalt Antwort D, Apfelsorten. Was geraten oder gewusst? Müsste ich wissen? Du weißt es auch. Sehr gut. Und dafür gibt's 100. Das ist das Schaffelformat, ne? 100. Das macht dann 20.600 in der Bank und wir spielen um Frage 5 mit dieser hier. Ein Lied zu summen fällt einem besonders schwer, wenn man sich dabei die Nase zuhält, den Mund zuhält, die Ohren zuhält oder die Augen zuhält. Wann ist es besonders schwer? Und ich wette, jetzt sitzen Sie gerade zu Hause und denken sich, so machen Liedchen. Richtig. Dafür gibt's 7.000, auch gut. 7.000 auch in die Bank gelegt. 27.600. Wir gehen auf Frage Nummer 6 mit dieser hier. Bei der sogenannten Objektmanipulation wird im Zirkus meistens gezaubert, jongliert, geturnt oder geritten. Du hast noch zwei Joker, Jump the Question und plus 1, wir sind der plus 1. Wir sind der Ask a Friend, frag einen Freund. Ich nehme den Joker. Welchen soll es sein? Willst du die Frage springen oder willst du jemanden fragen? Also jemanden fragen heißt, du kriegst in-game quasi bla 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 einen Text und du darfst auch jemanden im Chat gleichzeitig noch fragen. Du kriegst von beiden Seiten eine Info. Bisschen so eine Idee. Ask a friend. Okay. Hier, mein Freund. Ich denke, dass dir das hier gefallen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass es Antwort B, jongliert sein muss. Ich bin mir 77% sicher. Das ist doch mal eine Idee. Antwort B, jongliert, sagt er, so 77%. Das würde ich mal so nicht unterschlagen. Ich stimme den Joker zu, also er sagt auch B. Jongliert. Ja, stimmt. Korrekt. Wir haben noch 25.000 und 10.000 Geldbaum. Was ist hier hinter der Frage? 2.000 leider nur. Dennoch sind es 29.600 in der Bank. Du hast soweit 6 Fragen überlebt. 4 to go noch für Runde 1 zu bestehen. Wenn du dann aussteigen willst in Runde 2, kannst du den gesamten Betrag aus Runde 1 behalten. Hier ist die nächste Frage Nummer 7. Willkommen in Deutschland, heißt es im Kino heute Almania für den 1 Million ersten Gastarbeiter einen Einwanderer aus Portugal, Polen, Italien, der Türkei. Mir gefällt der neue Grüneffekt sehr. Den habe ich gestern Abend noch um, glaube ich, gefühlt 11, 12 Uhr gebastelt noch. Du hast noch zur Hilfe einen Joker, den du nehmen kannst. Aber schnell mal, da kann man drauf kommen auf die Antwort. Das ist einfach. Ich tendiere zu etwas. Magst du auch sagen, was schon? Und du musst nicht immer direkt in den Chat Pfeil reinschreiben, darfst du auch gerne erklären. Also, ne? Das ist immer dir überlassen. Deswegen, ich sag nur. Ich glaube D, der Türkei.
Darfst du dir überlegen. Kannst du aufsteigen? Du kannst auch die Frage überspringen. Nur ich warne vor, dass es wehtun kann, weil noch zwei hohe Beträge von diesen letzten vier Verbliebenen im Spiel sind und die sich irgendwo unter einer Frage verstecken. Natürlich kann ich nicht jetzt nicht sehen, einfach wo sie sind. Ne? Ich warne schon mal vor. Einmal zocken. Du hast also dich eingeloggt. Frage 7. Du glaubst, dass es stimmt? Wir sehen uns gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen in Deutschland! Heißt im Kinofilm Alemannia für den 1 Million ersten Gastarbeiter ein Einwanderer aus Portugal, Polen, Italien oder der Türkei. Du hast gesagt Antwort D. Einmal zocken. Hat sich ausgezahlt. Sehr gut. Das war die 7. Frage. Die Frage ist, was ist dahinter? Wir schauen nach. Es sind... Oh! 25.000, da sind sie. 25.000 in der Bank. Das war der höchste Betrag aus Runde 1 hätten sie erspielen können. In diesem Sinne 54.600 in der Bank. Die 10.000, die 2.000, Quatsch, die 10.000, die 3.000 und die 1.000 liegen da draußen irgendwo rum. Mal gucken, welche davon du abräumen bist in der nächsten Frage. Hier kommt Frage Nummer 8. Ich bin froh, dass du die nicht gesprungen hast. Weiter geht's mit der hier. Worauf musste Arnold Schwarzenegger verzichten, weil er Präsident Bush im Wahlkampf unterstützte? Zigarren, Alkohol, Sex oder Fernsehen? Wie gesagt, wenn du denkst, du weißt es nicht, du kannst jetzt, glaube ich, etwas entspannter springen, weil du hast den höchsten Betrag aus Runde 1 gerade abgeräumt, wie schon gesagt. Aber das ist natürlich immer deine Sache. Ich meine, wenn du es weißt, kannst du dich auch blind drauf losraten. Das ist natürlich deine Sache. Muss passen. Also nehme ich dir, dass du den Jump the Question nehmen willst, also die Frage springen willst. Gut. In diesem Sinne, wir springen die Frage einmal. Richtig gewesen wäre Sex, Antwort C. Was hast du übersprungen gehabt für einen Betrag? Nur 1000 ist in dem Fall eine gute Entscheidung gewesen. 1000 Dollar übersprungen, aber wir gehen auf Frage 9 damit. Auf den Fischer Simon wollte Jesus eine Kirche bauen und gab ihm daher den Namen Petrus, was so viel bedeutete wie Fels, Stahl, Eiche, Beton. Das ist eine schöne Frage. Eine Idee? Was passiert, wenn ich rate und falsch bin? Also garantiert wären dir eigentlich die 1000 Dollar, müssten die auch sein. Du würdest quasi auf 1000 Dollar zurückfallen, du würdest quasi die gesamte Kohle aus der Runde 1 verlieren, auf 1000 zurückfallen. Wenn du aussteigst, hast du jetzt von den 54.600 die Hälfte, das wären gerade 27.300. Insofern überleg dir, wie du machen willst. Du spielst jetzt gerade entweder um 3000 oder um die 10.000, die übrig geblieben sind im Spiel.
Also falsche Antwort, du würdest mit 1000 und 1000 rausgehen in jedem Fall. Aussteigen, halber Betrag in der Bank. Richtige Antwort, 3 oder 10.000 kommen drauf. Ist dir überlassen. Ich würde zu 5% A sagen, aber weiß nicht, ob ich zocken soll. Das kann ich nicht abnehmen. Es ist immer ein Risiko dabei, das weißt du. Dennoch wärst du so einen Schritt näher, um in Runde 2 ranzukommen. Und in Runde 2 könntest du mit der gesamten Kohle aussteigen. Wenn du es in Runde 2 rein schaffst, könntest du die gesamte Kohle behalten und aussteigen. Illusion Spirit! Du hast die 45.600, wenn du jetzt versuchst weiter zu spielen. Vielleicht wird mehr draus, vielleicht wird 1000 draus. Die Hälfte, wenn du aussteigst. Deswegen liegt an dir. Du kannst zocken. Oder auf Nummer sich gehen und mit der Hälfte so. Ich werde so bereuen. Das riecht schwer nach zocken. Wie immer, gerade von der Arbeit zurück. Sehr gut. Final A. Er wird's bereuen. Auf den Fischer Simon wollte Jesus eine Kirche bauen und gab ihm da den Namen Petros, was so viel bedeutet wie nicht Beton, auch nicht Stahl und auch nicht Eiche, richtig. 3.000 oder 10.000. Dahinter sind wie viel? $3.000. Demzufolge sind es 57.600. Noch eine Frage entfernt von Runde 2. Wie wissen wir, es ist $10.000 wert? Deswegen, schaffst du sie, kannst du die gesamte Kohle behalten. Das Schlimmste wäre, 25.000 als Sicherheitsstufe zu haben. Solltest du falsch antworten, verlierst du einen guten Batzen Geld und gehst auf 1.000 runter. Die 1.000, die du quasi gejumpt hast. Nee, auf 1.000 geht's runter. Deswegen, wir gucken mal weiter. Die 10. Frage, die letzte Frage von Runde 1 lautet: Tausende Berliner waren am 12. Juli 2017 unterwegs. Auf der A1 zu A1, mit der U2 zu U2, über die B3 zu B3, im Z4 zu Z4. Die letzte Frage in Runde 1. Einfach. Denk nach, Zeit hast du ja. Wir wissen noch, die Frage ist $10.000 wert. Komplettierst du diese Frage, beantwortest du sie richtig und steigst danach aus, hast du einen Gewinn von 67.600. Das ist, sagen wir mal, gut 95% des Gewinns in Runde 1, wenn du $1.000 gesprungen hast, aber ja. Wenn du aussteigst, hast du die Kohle, also nach der nächsten Frage. Bin mir eigentlich sicher. Was glaubst du, was es sein könnte? Hau mal raus. Ich glaube, du musst gerade den Boss reconnecten. So, sicher, sicher. Ich muss immer noch diesen Ping-Sender einbauen, dass er nicht einfach nur abschmiert. B. Die Frage ist, willst du es einloggen? Ohne Ausrufezeichen, einfach nur Final eingeben. Aber gut, du willst B nehmen. Einloggen immer ohne Ausrufezeichen, weil wir haben die Game-Befehle, keine Präfix vorne dran. Die anderen klingen auch sehr beschissen, oder? Deswegen stimmt's ja auch. Deswegen, du bist durch Runde 1 durch mit $10.000 reinkommen. Du hast Runde 1 geschafft.
Gratulation, das macht für dich ein Konto von 67.600 Dollar in der Bank. Wenn du jetzt aussteigst, hast du die. Bei einer falschen Antwort geht es auf die 25.000 zurück und du würdest mit 25.000 rausgehen. Deswegen, das lief soweit gut. Wir gucken mal weiter. Hier kommt Frage 11 für 100.000. Der wird nicht taub addiert. Ab jetzt geht es wieder klassisch nach oben. 11. Frage ist Frage 11 Niveau. Deswegen, wir steigen klassisch weiter ins normale Spiel. Wie nennt man das Geweih eines jungen Rehbocks? Spalter, Streber, Spießer oder Schläger? Das Geweih eines jungen Rehbocks. Ich sag mal so, man könnte glaube ich drauf kommen. Also ich würde glaube ich drauf kommen, durch raten. Ist aber nur so meine Herangehensweise. Also ich weiß jetzt, wüsste ich es zum Beispiel selbst nicht. Wie sieht es mit dir aus, Justin? Hast du eine Idee? Zu 85% C, Spießer. 85% geht ja schon mal ganz gut. 85% ist eine gute Zahl dafür. Die Frage ist, reichen dir deine 85%? Die könnten ja geraten sein, gutes Bauchgefühl sein. Du kannst auf deinen Gewinn gerade 33.400 gewinnen, aber du kannst auch 42.000 verlieren. Du hast dich fürs Einloggen entschieden, für den Spießer, für das Geweih des jungen Rehbocks. Ja. Das wäre meine zweite Wahl nur gewesen. Dennoch, wie gut, dass ich nicht spiele, denn du hast recht. Hunderttausend sind geschafft. Und wie das weitergeht, sehen wir gleich. Das könnte gut werden, das da. Klammer ist spannend, was denkst du denn? So, zurück in der allgoldenen Mitte. Frage 11 wurde gerade beantwortet. 250.000 sind jetzt auf dem Spiel. Frage 12, wir sind in Runde 2 drin. Wenn du jetzt aussteigst, hast du 100.000 sicher. Wenn du falsch antwortest, geht es auf 25.000 nach wie vor noch runter. Aber erstmal gucken wir uns mal die nächste Frage an. Frage 12 von 14 möglichen für eine Viertelmillion lautet wie folgt. $250.000 Frage. Welchen Komponisten nennt man auch den Melancholiker? Joseph Haydn? Johannes Brahms, Antonio Salieri oder Johann Strauss? Es geht um eine Viertelmillion, drei Fragen von der Million entfernt. Brauchen wir das nicht für den Geldbaum? Hast du eine Idee? Du hast keinen Joker mehr. 100.000 sind in der Bank. Ich stehe über deinen Namen zu, was sag ich eigentlich? Siehst du ja im Bild selbst. Kein Joker mehr. Drei Fragen von der Million entfernt. 75.000 würdest du verlieren und du würdest auf 25.000 zurückfallen mit einer falschen Antwort.
Nein, deshalb steige ich aus. Das ist doch mal eine gute Antwort. Final Answer also. Und wenn du hättest raten müssen, was hättest du genommen davon? Was hättest du von den vier Antworten genommen? Du hättest gesagt, Antwort A? Gut, dass du ausgeschieden bist, es wäre B gewesen. Es wäre Johannes Brahms gewesen. Insofern, alles richtig gemacht und du nimmst 100.000 mit raus. Sehr gut. So, das heißt demzufolge, wir machen eine weitere Runde, ihr wisst Bescheid, zwei sind eine Hausaufgabe drin und wer es sein wird, finden wir mal raus. Und zwar, bringen Sie diese Tiere in die Reihenfolge, in der sie ihren Beitrag zur eierlegenden Wollmilchsau leisten. Da haben wir dein Wortspiel 12 vom letzten Mal, die eierlegende Wollmilchsau. Und bitteschön, die Kuh, das Schaf, der Huhn, das Schwein. Drei kleine Fs, der Zeichen in Großbuchstaben eure Antwort. Eure beiden Antworten sind drin, Zeit ist um. Auch für den Chat jetzt komplett. WTF, BBBBB. Keine Ahnung, mal wieder. Ja, das sind halt die schönsten Fragen, gell? Also, aufgelöst heißt es das Huhn, dann kommt das Schaf, dann kommt die Kuh und danach das Schwein. C, B, A und D. Hat leider keiner hinbekommen. Der Bug ist immer noch drin, interessant. Aber gut, zählt er nicht. Gut, dann probieren wir das Ganze nochmal. Feiern Sie mit folgenden nicht nur bei Kindern beliebten Figuren diesem Jahr Geburtstag, ihren 30., 55., 70. und 150. Geburtstag. Pippi Langstrumpf, Max und Moritz, Super Mario, Stimmknopf. Die Frage ist schon wahrscheinlich ein paar Jahre her. Ach Spirit, du bist doch nicht im Studio drin. Bist du auch gejoint? Das sind schon mal alle sehr einig. Gucken wir mal. Also, in diesem Jahr, den Geburtstag vom 30. kam Super Mario, dann kam Jim Knopf, dann kam Pippi Langstrumpf und danach haben wir Max und Moritz. C, D, A und B. Hätte Spirit vorher Join geschrieben und wäre drin gewesen, wäre er es richtig gehabt als erster, schnellster. Am schnellsten war aber in diesem Fall der Linitus. Also dann, gleiches Spiel, gleiche Regeln. 14 Fragen zu Sicherheitsstufen, 25.000 ist sicher. Und oben 17 Millionen Frage. Wir mischen die Beträge und die Fragen durch. Bitteschön. So. Die erste Frage könnte die einfachste sein, könnte die schwierigste sein, wir wissen es nicht. Wir starten aber mit den ersten paar Fragen. Guck mal, wie das so bei dir läuft. Los geht's. Erste Frage. Lewis Carrolls Fortsetzung eines Kinderbuches Alice im Wunderland heißt Alice hinter den Spiegeln, zwischen den Stühlen, auf dem Teppich, vor der Rolle, von der Rolle. Antwort A hinter den Spiegeln. Ja. Und dahinter gibt's direkt die 15.000 wieder. Wunderbar. So schnell kann es gehen. 15.000 sind wieder weg. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage, würde ich sagen. Sophia Vergara, Mariska Hargitay und Kaylee Kuko Sweeting belegen aktuell Platz 1 bis 3 unter den Bestverdienenden. Unter den Bestverdienenden. Topmodels, Tennisspielerinnen, TV-Schauspielerinnen oder Bestseller-Autorinnen. Thank you.
Antwort C. Wie hast du Pistole geschossen? Auch richtig. Sehr gut. Dafür gibt's 3000. Das macht schon 18.000 in der Bank. Frage Nummer 3. Wovon ist häufig die Rede, wenn das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung gemeint ist? Induktion, Infusion, Inklusion, Interpunktion. Inklusion. Klar, den Begriff habt ihr schon mal gehört. Richtig. Gibt's auch in Mathe. Und da sind 10.000 drauf. Das macht schon 28.000 in der Bank. Und Frage 4 ist direkt hinten dran. Los geht's. Welcher veraltete Akkukassativ Gebrauch lebt eine Redewendung fort? Hafer zu die Pferde, Eier von die Hühner, Milch aus die Kühe, Butter bei die Fische. Ich will die meistgewollte Antwort. Willst du den Most Wanted? Aha, aha. Antwort D, sagst du? Butter bei die Fische. Stimmt auch! Was ist dahinter? Na, muss ja passieren mal. Einen kleinen Betrag. 100 Dollar sind weg. Das macht 28.100, aber wir haben ja noch ein bisschen mehr Geld übrig. Die 15.000 sind da drin, die 25 liegen noch irgendwo, drei Joker noch da. Weiter geht's. Eine heftige Auseinandersetzung zwischen ehemaligen Partnern nennt man Rosenkrieg, Tulpengefecht, Fallschirmschlacht oder Nelkenscharmützel. Was meinst du, mega gute Idee? Das zu machen so oder was? Vielen Dank dafür. Bitte vertauschen Beträge, ihr habt das. Also für diejenigen, die das Format nicht kennen, dieses Format wurde so in den USA 3-4 Jahre gespielt, bis es wieder abgesetzt wurde und auch klassisch gewechselt ist. Deswegen im Prinzip fiel mir gerade hier nur für diejenigen, die jetzt neu reinkommen, quasi das US-Format nach in dem Sinne. Ich bin hin und her gerissen. An diejenigen, die im Chat mitraten, wir haben oben unter Räume, haben wir extra den Channel Live Gameplay. Da können all diejenigen reingehen, mit sich unterhalten und quatschen, die jetzt quasi nicht am Raten sind. Weil das ist jetzt quasi immer persönliche Runde aus dem Chat. Wir picken immer einen raus und derjenige spielt dann quasi für die Runde. Hallöchen Kenji, wie geht's, wie steht's? Also deswegen, wenn ihr jetzt quasi oben rechts hingeht, also da so, dann müsst ihr ja die drei Striche mit einem Dreieck sein. Da gibt's auch einen Channel, der heißt Live Gameplay oder sowas. Du sagst Antwort A, Rosenkrieg. Scheint sehr unsicher gewesen zu sein. So viel Glück hatte, glaube ich, werde es jetzt nicht mehr weiter strapazieren. Glück wird nicht strapaziert, Glück wird ausgenutzt, sondern es läuft. Und es läuft bei dir anscheinend. Auch richtig. Dahinter gibt es wie viel Geld? 2000. So, das ist doch schon mal ein netter Betrag, würde ich mal sagen. Ups, da. 30.100 in der Bank. Und wir gucken uns Frage Nummer 6 an. Bitteschön. Welchen Knoten beherrscht kein Seemann? Pulse-Deck, Trot-Deck, Flip-Deck, Beef-Deck. Hallöchen Unicode und hallöchen alle anderen, die gerade reingekommen sind. Gott sei Dank, man gibt eine Pumpgun. Publikum. Okay. Das heißt, auch diejenigen im Chat dürfen sich einmal gerade wieder mitbeteiligen. Welchen Knoten beherrscht kein Seemann? Ist das Pulse-Deck, Shot-Deck, Slip-Deck oder Beef-Deck? Alle eure Antworten, bzw. alle eure Ideen dürft ihr gerne in dem Moment erstmal in den Chat reinhauen. Und bitteschön. Da haben C, D, C.
Der liegt vorne, was sagt der Publikum Endgame? 96% sind für Antwort D, Beefsteak. Also das deckt sich doch sehr mit dem Chat hier ab. Also ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Dann nehmen wir es auch direkt. Stimmt ja auch. Haben alle richtig gewusst. So, und dahinter gibt es wie viel? 500 leider nur. 500 in der Bank. Wir gehen auf 30.600. Du hast noch zwei Joker. Du kannst noch die Frage überspringen oder halt eben einen Freund fragen in dem Fall. Wissen Sie halt eben, ja, du weißt ja, wie es läuft. Und wir gucken uns mal die siebte Frage an. Du scheinst einen guten Durchmarsch in Runde 1 zu haben. Mal gucken, wo die schweren Fragen bleiben. Gucken wir mal. Die 25.000 sollen endlich kommen. Gucken wir mal, wo sie bleiben. In Frankreich isst man zum Tee gerne eine. Madeleine, Claudette, Isabelle, Monique. Dann kann ich springen. Also ich nehme an. Du willst unbedingt dieses Geld haben. Marty. Spirit, was du alles vernaschst zum Tee, will ich nicht wissen. Ich habe sogar eine Tendenz. Und die wäre? Unicode, auch für dich gilt, mit beim Mitraten fürs Live-Spiel. Geh bitte oben, wenn ihr mitraten wollt, in den extra genannten Raum, wo alle mitraten können gemeinsam. Plus 1 willst du nehmen. Und zwar, wie gesagt, wenn du oben auf die drei Striche im Chat gehst, drei Striche oben, dann ist ein Dreieck, da hast du irgendwo einen Channel, der heißt Live-Gameplay oder sowas. Dafür ist der Raum gemacht. Das ist nämlich gerade eine persönliche Runde, wie gesagt. Plus 1 willst du haben, okay. Hier, ihr mein Freund. Weißt du, dass du mit mir bei der Frage ein Riesenglück hast? Es ist definitiv Antwort A, Madeleine. 100%. Ich weiß das. Sehr gut. Mehr kann man sich doch nicht wünschen vom Joker. Antwort A. Die Frage war eigentlich sehr einfach gewesen, was ich jetzt gewusst hätte. Aber richtig, hast recht. Du hast recht. So. Sind 25.000 dahinter? Dahinter sind nur 1.000 leider. Das macht dann 31.600. Drei Fragen in der ersten Runde verbleibend. Mal gucken, was noch kommen kann. Wir schauen weiter. Wessen Brautkleid verhalf der Farbe Weiß in der Hochzeitsmode zum Durchbruch? Jeanne d'Arc, Queen Victoria, Josephine Baker, Marie Curie. Oh je. Tja, die Sache ist jetzt folgendes Problem. Du hast nur einen Joker, wenn du jetzt die Frage springst, könnten die 25.000 weg sein? Auf das Risiko musst du aber eingehen, wenn du weiterspielen willst. Es ist jetzt eine Zwickmühle, wenn du es jetzt nicht weißt. Ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt springen und verwette meinen Hintern drauf, dass jetzt 25.000 kommen. Okay? Dann nehme ich so an, die Frage wird gesprungen. Die Frage ist aus dem Spiel genommen, du musst sie nicht beantworten. Richtig gewesen wäre was? Queen Victoria wäre B gewesen. Dahinter verborgen sich wie viel? Gucken wir mal nach. Nur 5.000. War also eine gute Entscheidung noch gewesen. 5.000 übersprungen, eine Frage näher an Runde 2. Gucken wir uns mal die neunte Frage an. Das ist diese hier. Welcher Hip-Hopper landete 2013 mit einem Album Triebwerke auf Platz 1 der deutschen Charts? Van City, Heuschrecke, Alligator oder Kakadu? Das müsste machbar sein. Bäh, Mann. So. Das sollte machbar sein.
Wir sind jetzt in der Bank. Du hast aktuell 31.600. Die nächste richtige Antwort könnte dir immer noch übrig. Wir haben noch die 25.000 und wir haben noch die 7.000 im Spiel drin. Wenn du mal guckst hier, das ist deine aktuelle Gewinnrunde, die du gespielt hast schon. Wir haben noch die 25.000 irgendwo und die 7.000 übrig. Also, es ist eine Chance 50-50, was jetzt drankommt. Join, warte mal. Mal gerade mal sicher, jetzt aber so. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Deswegen, ja gut, das musst du wissen, ne? Guck mal, ob das Spirit schon reingekommen ist. Guck. Mach nochmal Spirit. Hau rein. Ich meine, 1000 Dollar sind auch nicht. Ja, wären auch nicht, ne? Er lockt D ein. Ich hätte es gedacht gehabt, du hättest es gewusst. Es war leider C. Es war leider C gewesen. Demzufolge, ja, was soll ich dazu sagen? Wir fallen zurück. Da musst du 1000 drin stehen, also es wären 1000 Dollar. Also, natürlich geht es um kein Echtgeld. Es geht natürlich einfach nur, es geht einfach nur um den Spaß an der Sache. So. Es geht natürlich nur um den Spaß an der Sache. Natürlich gibt es hier keine Gewinne. Ich zahle ja nichts aus. Ich meine, wie soll ich das noch hinbekommen? So, für die euch zwei, die es gerade da hocken, also Spirit und den haben wir noch hier gehabt. Ups, muss ich auch noch eine Cam nehmen. Was hier? Genau. Für euch beide, für Chris, Cam und Spirit, euch beide, ihr habt jetzt noch eine Aufgabe zu beantworten. Und dann machen wir quasi den ersten Cut für die erste Folge in dem Sinne. So. Also, die nächste Frage für euch zwei Verbliebenen hier hinten lautet: Bringen Sie diese Pflanzen in die Reihenfolge Ihres ersten Auftretens auf der Erde? Laubbäume, Kakteen, Farne, Algen. Kriegskram und Spirit. Drei kleine F, D, C, A, B, sagt er. Kriegskram. Wie spielt man mit? Einfach Join einmal eingeben, klein. D, N, C. Einfach ein kleiner Join eintippen. Dann bist du im Publikum auch gespawnt von meinem Bot. DNCA, du meinst wohl DBCA. Werden die Karten nochmal neu gemischt nach dem Cut? Wie meinst du? Im Sinne von Regeln? Nein. Also. Es ist erstens auch nur auf der Erde. Wir fangen an mit den Algen, danach kommen die Fahne, danach kommen die Laubbäume und danach zum Schluss die Kakteen. Er gibt die Reihenfolge D, C, A und B. Spirit hat es hinbekommen, jawohl. Was mache ich denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was du machst. Jedenfalls macht Spirit eine Runde scharfe Format. Und wir werden auch hier wieder natürlich die Fragen durchmischen. Bitteschön. Ring. So. Alle Beträge, alle Fragen sind gemischt. Wir wissen nicht, was wohinter ist. Welche Frage wohinter ist, auch keine Ahnung natürlich. Deswegen. Wir machen das Ganze nochmal. Los geht's. Welcher englische Ausdruck steht für gentechnisch veränderte Lebensmittel? Novel Food, Poem Food, Drama Food, Fiction Food. Und Unicode, du bist bereits schon im Publikum hinten am Sitzen. Du bist schon drin. Da. Hallo. Antwort A, hast du das Game selbst entwickelt? Ja, über die letzten zwei Jahre hinweg. Und Novel Food ist richtig. So, erste Frage erledigt. Was ist dahinter? Es sind 3000 Dollar. Ist ein solider Anfang. 3000 in der Bank. 9 Fragen to go. Viele Beträge im Spiel. Let's go.
Was gibt es in jedem gut sortierten Drogeriemarkt? Schwestern, Deo, Pfleger, Shampoo, Arztseife oder Zivi-Haargel? Ein Telekom größter Saftladen. So schlimm? Und wie gesagt, für diejenigen, die es auf YouTube fragen sollten oder sonst wo fragen sollten, das Game ist über knapp 2 Jahre jetzt hinweg mit Firma umbauen entwickelt worden und immer wieder erweitert worden. Und wenn jemand mal sagt, er will mitmachen, dann müsst ihr mal im Durchschnitt mittwochsabends oder Samstag oder sonntags mal bei mir auf Twitch vorbeischauen, um es halt quasi mitzuspielen zu können. So, und Arztseife ist natürlich richtig. Dahinter haben wir 7000, wunderbar. 10.000 Dollar gebankt. Wir gehen weiter. Welcher elsässische Juwelier aus dem 18. Jahrhundert machte sich namentlich durch ein schmückendes Beiwerk unsterblich? Georg Friedrich Strass, Pierre Richard Opal, Simon Jakob Bernstein oder Jean-Michel Payet? Davon als Spieler googeln natürlich nicht. Das würde das ganze Ding ja ruinieren. Aber im Prinzip, wenn man sich jetzt natürlich als Zuschauer unterhalten will mit anderen Leuten und man selbst wissen will, dann kann man natürlich oben in den Live-Gameplay-Chat gehen, quasi mit anderen unterhalten, weil den Chat ist ja quasi für ihn nicht sichtbar in dem Moment. Publikumsjoker bitte. Okay, also alle im Chat auch nochmal. Was glaubt ihr? Welcher elsässische Juwelier aus dem 18. Jahrhundert machte sich namentlich durch ein schmückendes Beiwerk unsterblich? Georg Friedrich Strass, Pierre Richard Opal, Simon Jakob Bernstein oder Jean-Michel Palliet? So, Chat sagt D, B. Was haben wir noch am Angebot, Leute? Wo sind die Stimmen? Ingame sagen aber die meisten. 58% sind für Antwort A, Georg Friedrich Strass. 33% sagen C, Simon Jakob Bernstein. Vertraue aus dem Publikum. Reicht dir das als Info oder willst du absichern? Fünfzig haben wir nicht, wie gesagt. Du kannst die Frage springen. In welchem Schreiben sind sie mitspielen? Also in dem Chat normal, hier in demjenigen, wo du gerade drin bist, da kannst du als Spieler halt eben mitraten, klar. Ansonsten für alle Zuschauer gibt es oben, wenn du guckst, bei den Chaträumen bei Twitch, über den Chat oben drüber, da gibt es oben so einen Dreistrich mit einem Dreieck drunter. Da kannst du unter Live Gameplay, glaube ich, gehen, oder was war. Dann springen. Okay. Dann springen wir die Frage mal. Die Frage ist aus dem Spiel raus. Du musst sie nicht beantworten. Richtig gewesen wäre Georg Friedrich Strass, wie die alle gesagt hatten. Was ist hinter der Frage? Nur 2000. Gutes Geschäft gemacht. Wir gehen auf die vierte Frage. Alle die 58%. Ja, gut. Ja, habe ich verfroren. Also die knapp über die Hälfte waren. Welcher adligen Familie gehörte Kaiserin Maria Theresia an? Bourbonen, Habsburger, Wittelsbacher oder Hohenstaufen? Das ging flott. Stimmt auch. Und dahinter sind wie viel? 25.000 sind gesichert. Sehr gut. Da sind die auch mal raus. 35.000 in der Bank drin. 4 Fragen in Runde 1. Wir gehen auf die fünfte mit dieser hier.
In der rheinland-pfälzischen Gemeinde Baumholder sind mehr als die Hälfte der Bewohner kleiner als 1,60 Meter, US-Amerikaner, über 90 Jahre alt oder Nobelpreisträger. Das ist jetzt für mich gerade eine gute Frage, ich muss mal überlegen mal. Ich glaube, ich weiß es. Aber gut, ich darf eh nicht mitraten insofern. US-Amerikaner, sagst du? Ja. Der Rest macht weniger Sinn. Also über 90 Jahre alt wäre heftig, aber das stimmt. Es stimmt. So, 25.000 hatten wir eben gehabt. Hier hinter sind jetzt wie viel? Die 10.000, auch gut. Das macht schon gesamt für dich 45.000 in der Bank. Mit 5 Fragen, gutes Geschäft. Gucken wir mal, wo die 15.000 sind. Nächsthöchstes Geld. Los geht's. Unicode 10 Euro. Vielen Dank dafür. Sehr vielen Dank. Oh nein, die Sendung ist noch nicht vorbei. Das war nur der Ton von dem Alert. Ah, ja. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Unicode. Frage Nummer 6. Wo befindet sich der Automotor üblicherweise? Ja, komm. Auf der Mütze, unter der Haube, neben der Kappe und über der Hutschnur. Also die Frage war echt geschenkt. Das wäre Schwachsinn, jetzt die Werbung zu schalten. Deswegen weiter geht's. 1000. Das macht 46.000. Wir gehen auf Frage Nummer 7. Was der Botaniker Panacea nennt, kennt der gemeine Pflanzenfreund auch als Herzblatt, wahre Liebe, Bauersuchtfrau oder Piep. Was? Die Frage ist so gut. Die Frage ist so gut. Ja, du musst vor allem davor schreiben, aber du weißt es ja. Ja, schneid weiter. So, wir suchen noch 15.000. Wo sind die 15.000? Sind sie hier? Jawohl. Sauber. 15.000 wieder in der Bank. 61.000 gesichert soweit. Da waren die 15. Wir haben noch im Angebot 2.500 und 100 Euro Dollar in der Bank, die noch an die Bank aufgenommen werden können. Schauen wir mal. Wer oder was ist um Kaluabo? Strategiespiel, Erkältungsmittel, Ethno-Pop-Band oder Präsident von Fidschi? Also quasi nur Müll geblieben. Ja, das weißt du halt nie. Es ist bei jeder Runde immer anders. Die Fragen werden, die Beträge und die Fragen werden immer anders pro Person gemischt, natürlich. Das weiß ich aus dem Radio. Oh. Final B. Ich hätte gerade mal überlegen müssen, was der Name überhaupt ist. Umkaluabo. Klingt lustig. Ist auch richtig. So, 500, 100 und 2000. Wir haben für dich im Angebot die 500 Dollar. So, 8 Fragen erledigt. 2 to go. Es sind also noch 100 Dollar im Spiel und 2000. Mal gucken, was dran kommt jetzt. Frage 9 lautet wie folgt. Was sieht man auf vielen Selfies gerade weiblicher Smartphone-Nutzer? Dortle, Nose, Donald Butt, Duckface, Dagobert Eis. Bitte beantworte die Frage richtig, bitte weiter, bitte. Ah, das ist so gut, das ist so gut. Du marschierst ja aber auch durch. Der macht uns Hammer gut. Dagegen ist echt nichts zu sagen. Also das ist echt die Lulli-Frage. Das weiß sogar ich. Was machen die bei den Bildern immer?
B, nein, wollte schon sagen, wenn du B eingeloggt hättest, hätte ich dich für bekloppt erklärt. Aber du hast recht. Ich dachte gerade schon, mein Spiel hat einen Fehler. Aber Justin, vielen Dank für deinen Sub. Ich dachte gerade schon, es gibt einen Soundtrack-Fehler, Leute. Ihr erschreckt mich ja damit, was soll denn das? Wie viel ist dahinter? $100, wunderbar. Also der hat es aber echt gut getimt. Der war super gut getimt gewesen, der Alert. Vielen Dank für den Sub. Vielen Dank dafür. Ah, herrlich. Ja, und wir haben noch Frage 10. Da gibt es 1000 noch, Quatsch, 2000 nochmal schon. Gibt doch 5000 zu holen, so. Wer siegte beim Grand Prix Eurovision de la Chanson 2000? Pat und Patachon, Olsen Brothers, Irrs und Rollers, Lord Trupp Twins. Mein Gott, der Alert war nicht schlecht. Der Alert war echt nicht schlecht. Mein Lieber hier. Die Olsen Brothers. Hey, weiter geht's. Runde 1 überlebt. 5000. Das bedeutet, du hast Runde 1 komplett überstanden mit 66.600. Du hast 2000 übersprungen. Kein allzu tragischer Verlust. Bist du mit in Runde 2 angekommen. Hast noch einen einzigen Joker, nämlich Ask a Friend in dem Fall. Und ab jetzt heißt es folgt: Wenn du jetzt aussteigen sollst bei der Frage hier, nimmst du die 66.600 natürlich komplett mit. Gibt es eine falsche Antwort, fällst du auf die 25.000. Gibt es eine richtige Antwort, hast du 100.000 in der Bank drin. So, das wird spannend. Vier Fragen. Hier kommt Frage Nummer 11. Wie heißt die Hauptstadt von Burma? Dhaka, Kathmandu, Thimphu oder Rangun? Als ob du so einen Scheiß weißt. Da bleibt doch keine Sau da. Rangun. Glaubst du echt, dass das stimmt? Bist du sicher? Gucken wir mal, was wir da rauskommen. Nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da. So macht das immer wieder Spaß. €100.000 Frage. Die Hauptstadt von Burma heißt wie? Dhaka, Kathmandu, Thimphu oder Rangun? Wie aus der Pistole geschossen hat, einfach mal gesagt im Chat, ja, das müsste sein, Rangun. Ja. Was soll ich sagen? Ich spiele weiter. Der gute Spirit ist doch kein Charles Ingram. Ah, wer weiß, wer weiß. Hat er schon einmal gemacht. So. 250.000, weil cheaten werden bei dem Spiel echt blöd. Und cheaten würde ich auch so, wenn ich das erkennen würde, würde ich es rausschneiden sowieso. 250.000, Frage 12. Bitteschön. Die lautet wie folgt. In der Kategorie Rente mit 67 fallen nach aktuellem Gesetz Arbeitnehmer ab den Geburtsjahrgern 1944, 1954, 1964 oder 1974. Du hast noch den Ask a Friend Joker. Na, als ob. Als ob so schnell. 1964. Das geht mir fast viel zu schnell. Ja, wieder richtig. Klar, Google machst du schnell, keine Ahnung. Ja gut, die Frage war auch easy. Die Frage war easy. Die war geschenkt. Fördermillionen in der Tasche. Wir gehen auf eine halbe Mille.
500.000. Welcher Sportler hatte bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2004 eindeutig eine Fahne? Ludger Baerbaum, Lars Riedel, Franziska van Almsick, Ulla Salzgeber. Ask a Friend ist quasi einerseits, er wird in-game von der Stimme geholfen und er darf sich einen aus dem Chat raussuchen, der ihm quasi mithilft, bis er bei der Frage antwortet. Sein Ernst? Ist das ein Ernst, Alter? Irgendwas ist doch hier faul. Das ist doch fast ein Speedrun, das da. Ich weiß nicht, wie du das machst. Es kommt mir spanisch vor, aber es ist wieder richtig. Das wussten wir auch schon vorher. Kaff. Ja, hust. Ja, so war das aber kacke. So war das aber echt scheiße. So macht uns den Spaß kaputt. Muss ich einfach auf die Bannliste draufschreiben im Spiel? Gucken wir uns das mal ganz normal mit der 14. Frage. Jetzt aber, Serious Business. Bill Gates ersteigert 1994 für rund 30 Millionen US-Dollar eine als Codex Leicester bekannte Originalschriftensammlung von wem? Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Wolfgang Amadeus Mozart, Napoleon Bonaparte. Roffel. Weißt du, was witzig an der Frage ist? Bei der Frage hätte ich selbst eine Ahnung gehabt. Ich fühle mich so dumm. Ich fühle mich irgendwie verarscht. Ich wäre jetzt unsicher gewesen, ob es jetzt B oder A gewesen wäre. In dem Fall ist es Antwort A. So, und mit der Runde ist die erste Folge fertig, das heißt, die ersten drei Runden sind gespielt. Die nächsten drei kommen gleich hinterher von euch, im Chat noch warten. Damit haben wir die erste Folge geschafft, die zweite Folge gleich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer für alle, die das hier als Video quasi sehen werden, kommt auf Twitch und guckt, dass ihr mitmacht, Freunde. Guckt, dass ihr mitmacht im Chat, das macht riesen Spaß mit allen, die dabei sind. Und in diesem Sinne, bis gleich im Stream und ansonsten bis zum nächsten Mal.